Zunächst auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an die Ortschaft Bödexen, dass sie uns diesen Raum, diesen wunderschönen Raum zur Verfügung gestellt haben. Höxteraner helfen sich halt alle gegeneinander oder wechselseitig. Ja, liebe Gäste, liebe Kunstinteressierte, ich freue mich sehr, Sie zur Vernissage der interkulturellen Kunstausstellung Impressionen der Vielfalt in dieser wirklich schönen und denkmalgeschützten St. Anna-Kirche in Bödexen zu begrüßen. Neben der Kunstausstellung mit Werken von 7 Künstlerinnen und Künstlern mit internationaler Geschichte aus der Region wird die Veranstaltung durch viele weitere Attraktionen bereichert. Dazu zählen musikalische Beiträge des interkulturellen Chores, der sich hier schon aufgebaut hat. Halt, stopp. Kinderschminken da drüben durch den Verein Brücke Most aus Brakel, eine Kindermalaktion mit Vivek Kuma aus Höxter sowie eine Darbietung des Kettensägen-Holzkünstlers Manfred Wolf aus Amelungsen. Und zu guter Letzt nicht zu vergessen einige kulinarische Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Ländern. Künstler waren, wie Musiker und Schriftsteller, zu allen Zeiten meist Freidenker, Visionäre und oftmals ihrer Zeit voraus. In Zeiten, in denen die Herrscher der Länder um Territorien und Machteinfluss stritten, hielten die Künstler über die Grenzen hinaus international Kontakt zu ihresgleichen und waren ständig um einen befruchteten Gedankenaustausch bemüht. Die 7 hier ausstellenden Künstlerinnen und Künstler verbindet ihre internationale Geschichte und dass sie alle nun hier bei uns im Kreis Höxter eine neue Heimat gefunden haben. Darüber hinaus teilen sie die große Liebe zur bildenden Kunst. Nashfan Naif Salim und Hasan Habeck aus dem Irak, Abdallah Ismail aus Syrien, Wladimir Zlatko aus Bulgarien, Anna Rona aus Polen, Olga Honel aus Russland und Michaela Deluxe aus Saarbrücken teilen sich diese Ausstellung mit ihren beeindruckenden Werken. Ganz im Zeichen dieser Ausstellung stehen die meisterhaften Werke dieser 7 Künstler für gelebte Vielfalt im Kreis Höxter. Nashfan Naif Salim stammt aus Mosul im Irak, eine Hochburg des Islamischen Staates, in der auch Künstler gnadenlos bekämpft werden. Er studierte dort Kunst, Malerei und Design und lebt nun seit bereits 2015 in Höxter. Als freischaffender Künstler malt Nashfan Naif Salim vor allem figurativ. Dazu zählen zum Beispiel wilde Pferde als Symbol der Freiheit, typische Landschaften und Baustile seiner Heimatstadt Mosul. Aber auch Elemente der Weiblichkeit als Respekt vor der Frau und ihrer Schönheit zählen zu seinen Werken. Hasan Habeb kommt ebenfalls aus dem Irak, genauer aus Kirkuk, und hat an der Universität Bagdad Architektur und Design studiert. Anschließend arbeitete er als Innenarchitekt in verschiedenen Ländern. Hasan Habeb lebt seit 2001 in Brakel, arbeitet an der zentralen Unterbringungseinrichtung Bad Driburg als Sozialbetreuer und engagiert sich in seiner Freizeit als Trainer für Kampfsport in Brakel. Seit seiner Kindheit gibt es für ihn 2 wichtige Dinge: die Kunst und den Sport. Abdallah Ismail stammt aus der syrischen Hafenstadt Latakia, die im Norden des Landes liegt und auch einer der Schauplätze des syrischen Bürgerkriegs war. Hier lebte er mit seinen Eltern und einem jüngeren Bruder. Ihre Eltern haben erspartes Geld und Einnahmen aus dem Verkauf von 2 Geschäften in Familienbesitz für diesen Zweck genommen, um ihre Söhne vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Abdallah Ismail studiert nun Architektur an der Universität in Dortmund. An dieser Stelle möchte ich ihn zitieren: Mein Land Syrien und meine Familie habe ich verlassen müssen aufgrund des Krieges. Dies ist mir schwer gefallen.
In Deutschland bin ich dankbar für die Sicherheit und die guten Erfahrungen, die ich hier mache. Durch mein soziales Engagement möchte ich helfen, dass auch andere Menschen in Frieden leben können. Daher engagiert sich Herr Ismail in dem gemeinnützigen Verein Mara in Brakel, der das Ziel verfolgt, die Menschen, die durch Krieg und Fluchterfahrung beeinträchtigt und geschädigt sind, eine Chance auf ein Leben in Sicherheit und Selbstbestimmung zu eröffnen. Seine hier ausgestellten Bilder können gegen eine Spende für eine Zeltschule im Flüchtlingslager in Idlib, Syrien, erworben werden. Wladimir Zlatko, ein gebürtiger Bulgare, wohnhaft seit nunmehr 30 Jahren in Höxter, studierte an der Kunstakademie in Sofia Bildhauerei und arbeitete als Gastdozent im Bildungs- und Kulturzentrum Geras in Österreich, bevor er dann schließlich nach Höxter kam und hier als freischaffender Künstler für kirchliche Institutionen arbeitete. Herr Zlatko nimmt seit 1975 an vielen nationalen sowie internationalen Kunstausstellungen in verschiedenen Ländern Europas teil. Viele seiner Werke befinden sich aber auch in Privatsammlungen. Einige von Ihnen kennen sicherlich die Engelskulpturen der katholischen Hospitalvereinigung Wese-Egger am St. Vinzenz-Hospital in Brakel, dem St. Rochus-Krankenhaus in Steinheim und dem St. Ansgar-Krankenhaus in Höxter, die ebenfalls aus seinen Händen geschaffen wurden. Anna Rona kommt aus Polen, hat an der Kunstakademie Gdansk studiert und lebt nun in Körbeken. Sie beschreibt ihre Bilder mit den Worten: In meiner Kunst verewige ich meine Liebe zur Natur in detailreichen Tafelmalereien und lade den Betrachter dazu ein, von grauem Leben in eine chaotisch-fantastische und bunt gemusterte Welt zu entfliehen. Olga Hohne aus Russland studierte erst an der Universität in Moskau Kultur und Kunst, ab 2009 dann hier im nahen Kassel an der Kunstakademie und ab 2016 zusätzlich auch noch soziale Arbeit in Kassel. Über ihre Werke sagt sie selbst: Meine Kunstobjekte sind ausgewogene Visualisierungen aus Überlegungen, Beobachtungen, Erlebnissen und emotionalen Eindrücken. Michaela Deluxe, geboren in Saarbrücken und wohnhaft in Bödeksen und Hamburg, sagt über sich: Die Kunst ist meine Leidenschaft, mein Leben und meine Seele. Sie wurde mehrfach international ausgezeichnet und malt mit einer einzigartigen Maltechnik mit Buntstiften. Ihre Bilder laden zum Träumen ein und lassen ein jedes Mal etwas Neues darin entdecken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer, Ernst Rietschel, sagte einmal: Das Schöne in der Kunst ist immer wahr, das Wahre aber nicht immer schön. Kunst kann unserem Leben, unserer Welt, unserem Dasein einen Spiegel vorhalten. Sie darf und sollte Kritik üben können und regt zum Nachdenken an. Bei alledem bleibt sie in ihrer eigenen Ästhetik stets über dem Alltäglichen und genügt dabei der eigenen Schönheit. Diese Kunstausstellung hier in Bödeksen zeigt ein breites Spektrum sehr beeindruckender künstlerischer Arbeiten von unterschiedlichen Künstlern aus verschiedenen Ländern, die nun hier in unserem Heimatkreis Höxter eine neue Heimat gefunden haben. Und ich möchte meine kleine Ansprache nicht enden lassen, ohne allen Beteiligten ein Dankeschön auszusprechen. Und ich bedanke mich herzlichst bei dem Verein Kultur Art Bödeksen, dem Förderverein Historisches Kirchengebäude St. Anna, der Ortsheimatpflegerin von Bödeksen, Frau Angela Völse, sowie den Kolleginnen und Kollegen vom Kommunalen Integrationszentrum. Sie alle haben mit viel Engagement und persönlichem Einsatz diese bemerkenswerte Kunstausstellung möglich gemacht. Darüber hinaus geht mein größter Dank an die Künstlerinnen und Künstler, die unser Kulturland Kreis Höxter mit ihren Werken bereichern. Liebe Gäste, nun bleibt mir nur noch übrig, Ihnen allen Freude
bei der heutigen Veranstaltung zu wünschen. Lassen Sie die einzelnen Werke auf sich wirken und genießen Sie die köstlichen Leckereien. An sich wäre ich jetzt mit meiner Rede zu Ende, aber auch aus den Geschichten der Künstler, die wir hier gehört haben, darf ich vielleicht noch einen Ton noch oder zwei, drei Worte zu Afghanistan sagen. Die hier ausstellenden Künstlerinnen und Künstler haben ja teilweise auch Ähnliches durchmachen müssen, bevor sie hier in Höxter gelandet sind. Und zu solchen Schicksalen in ähnlicher Weise sagt die deutsche Sängerin oder Künstlerin Mine in einem Lied, die ist auch in Willebadissen aufgetreten am 17. Juni: Es zerreißt mein Herz. Wie können sich Menschen sowas antun? Ich denke, das steht für viele, die hier heute ausstellen. Und da in 4 Wochen Wahlen anstehen, darf ich in diesem Zusammenhang und vor der Frage, was wird aus uns, Sie dringend auffordern, will ich nicht sagen, aber ich würde mir wünschen, wenn Sie alle wählen gehen und wenn Sie bei Ihrer Wahl und bei Ihrem Kreuzchen, was Sie dann tätigen, sich sehr wohl überlegen, welchen Weg gehen wir mit dem, was wir wählen und mit meiner Entscheidung. Und ich hoffe, dass wir einen guten Weg wählen und dass wir auch zukünftig in Frieden und Freiheit leben und Sie als Künstlerinnen und Künstler auch zukünftig hier in Höxter Ihren Neigungen nachkommen können. Herzlichen Dank.